Dieses Video enthält Ekelhaftigkeit. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Epic. Und schlechte Witze. Wahrscheinlich geht das voll nach hinten los. Ja, es geht schon jetzt von hinten los. Und natürlich auch wieder eine Katze. Cat, I'm a kitty cat. And a mouse, 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 and a mouse, mouse, mouse. Cat, ding, I'm a kitty cat. Hi, wir sind Kim und Robert. Das da ist Kim, ich bin Robert. Und wir spielen mal wieder das legendärste Spiel auf ganz YouTube. Nee, das andere. Epic oder Fail, diesmal mit Kelly, Mrs. Vlog und Sturmwaffe. Und bevor das Video losgeht, müsst ihr noch eine Kleinigkeit wissen. Wir kriegen wieder jeder ein Wort, müssen das so oft wie möglich einbauen. Kelly und Sturmwaffe dürfen nichts davon merken. Und derjenige, der es am Ende verkackt, der wird jeden einzelnen eurer Kommentare liken. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt und ihr bekommt ein Herz dafür. Mein Wort an dich, Kim, lautet Vlog. Denn Vlog sagt ja einfach niemand. Sehr Rose. Das sind unsere Wörter. Viel Spaß mit dem Video. Willkommen in eurer Kulisse. Willkommen in unserer Kulisse. Heute kein Vlog, sondern ein Epic oder Fail. Das härteste Spiel im ganzen Internet. Ihr könnt einen Einhornsticker gewinnen. Nein. Ja? Geil. Für eure Stirn oder könnt ihr auf eine Seerose kleben oder so. Ja, wenn ihr gewinnt. Kleines Kind mit Armbrust in der Hand. Das ist schon mal ein guter Kandidat für ein sehr episches Spiel. Ich sag, das wird Epic. Epic. Ich auch, Epic. Weil im Hintergrund nähert sich ja jemand. Sieht gut aus. 100 pro und dann zack in... Das ist halt auch wieder so ein Ding, weißt du, wenn du nur das kannst, ist es auch ein Kackskill. So. Seerosen kann der auch abschießen. Das ist ein Überlebensskill, das ist super attraktiv. Das ist ein Überlebensskill. Hase! Ich kann auch woanders reinschießen. Rückwärts? Das wäre impressive. Das wäre impressive. Wer kennt das nicht? Wer kennt es nicht? Er hat so einen angeschissenen Gesichtsausdruck. Ich glaube, es bleibt nicht. Der hat gerade übel sich aufgehalten. Halt auch ich habe Phantomschmerz gerade. Ich sag Epic. Fall einfach nur hin. Nächstes Video geht raus an Kim. Wenn das mein Hund wäre, würde es fehlen. Gut, ich sag geil. Ich fand's Epic. Das war bislang schon ziemlich epic, aber es ist leider okay. Es ist der traurigste Hund auf der ganzen Welt. Der Arme, wie der guckt, hast du das gesehen? Er ist richtig enttäuscht von sich selbst. Ich fand's übel geil. Wenn so Hundegefühle verletzt werden, ist für mich epic. Gott, die Arme, ey, die sind richtig so wenig. Ja. Der Klassiker. Wenn so ein Mist ein Klassiker wäre, hierzulande, ne, ich wäre ausgewandert, weil ich das so hassen würde. Wahrscheinlich geht das von hinten fail. Los und er ja, und tut irgendwas. Ja, ja es geht schon jetzt von hinten los. Entschuldigung. Und weg ist das Handy. Das ist doch geil. Sie hat eine Mülltonne getroffen im Vorbeifahren. Das war epic. Ich dachte, das funktioniert nicht. Das wäre ja ein Fail gewesen, aber das ist ja epic. Also wenn wir uns auf Epic, dann streiche ich eure Punkte wieder. Ja, okay. Das ist cool. Ich machen. Danke für guck mal, wie... Schatz. Oh. Oh. Fail. Er war schon so unsicher. Seine Geräusche, dieses war schon so, er weiß schon, er hat die Kontrolle verloren. Ich sag Fail. Ich sag auch Fail, einfach weil er das Vorderrad so nachts gedreht ja, hat. Ja, also das kann man noch beheben. Er noch will, glaube ich, treffen, wenn die Tür rein, aber ich glaube... Das war zumindest der Plan. Du glaubst an ihn. So spannend. Ja. Yes! Geil, ey! Oh, verdammt. Wenn man so eine Scheiße macht, ist es selbst schuld. Don't do this at home, kid. Oh, ist ein Vlog, ne? Ich sehe da schon ein paar Seerosen. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Epic. Ey, aber ganz ehrlich, wenn der jetzt auf den Boden kracht, dann sterbe ich. Er hat das Wasser erreicht. Boah, ist das heftig, ey. Bist du nicht auch mal in so einem Vlog von so einem Ding dabei? Ja, das war sehr beängstigend. Ich würde es nie wieder tun. Wiederholen? Das ist nochmal. Ich glaube, der Typ landet im Wasser. Weißt du, was ich passieren ganz wird? Sagen, weißt du, was passieren wird? Der Hund wird von seiner Brust wegspringen und dann dieses Ding Backflip schnappen. Backflip machen. Und, ja, genau. Glaube ich wirklich. Glaube ich wirklich. Und das auf einem Boot, deswegen wird das mega glaub, das epic. Und. Und sämtliche Seerosen in der Umgebung weggesprengt. Alle Hundevideos, ich kann sie alle. Ich dachte halt auch, der braune Hund springt, nicht der fette schwarze Hund, ne? Muss man auch mal sagen. Du machst doch viel mit Hunden in deinen Vlogs, ne? Kelly. Ach so. Wow.
Ja, das ist jetzt die Frage. Ja, wenn wird er jetzt überfahren? Wenn das Skateboard getötet wird, ist Fail, oder wenn er getötet wird, ist Fail. Guckt mal seinen Sturz an, der sieht mir viel zu choreografiert auf. Ich sag, das ist ein Epic. Ich sag auch Epic. Ich sag auch Epic, weil ich glaube, er wird knapp nicht überfahren. Vielleicht ist er auch ein Arsch, ne? Dann wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er überfahren. Aber heftiger Trick, den er aufgefolgt hat, ne? Muss man ihm lassen. Er hat schon auf jeden Fall represented, bevor er fast gestorben wäre. Also so zu gehen wäre auch voll okay. Einfach so übelster Grind, dann noch so ein 360 Nose-Go. Und dann ist alles auf Video. Fuck my life, so will ich gehen. Er landet schon so leicht daneben. Das ist epic, weil das sieht mir schon wieder so einstudiert aus. Fail. Der ist so genauso gesprungen, dass er so landet. Fail. Der guckt auch mit seinem Kopf voll auf seine Füße. Ich glaube, das ist... Ich sag epic. Das ist ein Fail. Nein, das ist epic. Also das ist ja wohl epic. Wenn ein Fail wäre gewesen, er wäre runtergestürzt und tot. Hä? Der hat den Salto nicht geschafft. Ja. Aber er ist nicht gestorben. Ich sag, der Robert hat voll recht, weil ich krieg dann auch einen Punkt. So, die Punkte. Mal hier noch so eine Seerose hin. Okay. Warum? Kelly, du bekommst einen Sticker. Alle! Nee, ein. Wow. Dahin? Echt? Dein Ernst? Wow. Ist das jetzt? Problem ist halt, unter dem Ganzen sieht es auch nochmal so aus. Stimmt. Stimmt, einfach so zwei Einhörner. Kannst du aufhören, deine Nippel zu bekleben? Jetzt gerade, das ist ein bisschen unpassend. Warum? Sagen. Ja, nein, ist nicht okay. Ich muss mich bei Freddy bedanken, dass er mich nicht hat auflegen lassen, weil du hast zwischendurch ein paar Mal komisch geguckt und zwischen euch so was gesagt, weil ich die ganze Zeit Bulock gesagt habe. Was? Du hast zwischendurch so was gesagt und ich dachte, oh nein, oh Gott, er merkt es. Das war ein Format, dachte ich einfach. Nein, ich habe es am Ende erst, habe ich mich gefragt, so warum, ich bin viel zu ohne aufmerksam. Ja, hast du es gemerkt? Ich habe Seerose fünfmal gehört. Also mir ist das erste Mal das bewusst aufgefallen, als dieser Hund den Typen, da meintest du, zack, alle Seerosen weggespritzt. Dann dachte ich mir, entweder heftig, heftig unlustig platzierter Gag. So kennt man ihn. Endlich sagt's mal einer. Kim wird jetzt jeden einzelnen eurer Kommentare liken. Also wenn ihr 200 Kommentare da lasst, wird Kim euch 200 Herzen geben. Kim, freust du dich darauf? Sie ist schon ganz aufgeregt. Wir waren auch bei euch bei Guten Morgen Internet. Genau, richtig. Das verlinken wir natürlich, falls es schon online ist. Und euren Kanal verlinken wir auch. Danke euch. Ja, danke dass wir zu Gast sein durften. Cat, ding, I'm a kitty cat. And I'm Mouth, 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 Mouth. Viel Spaß bei Katzen. Cat, I'm a kitty cat. And I'm meow, 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 and I'm meow, meow, meow. Cat, I'm a kitty cat. And I'm meow, 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 and I'm meow, meow, meow. Cat, I'm a kitty cat. And I dance, 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 and I dance.